Einen wunderschönen guten Tag. Nach der letzten Folge, wo wir ein bisschen sehr stark rumgeflucht haben. Wegen diesen scheißverdammten Viechern. Darf ich bemerken, ich bin als Einziger noch nicht gestorben? Das können wir ändern. Ach, scheiße. Nee, brauche ich gar nicht versuchen. Komme ich eh nicht hinterher. Sehr schön. Felix, wie viele Stillpunkte hast du jetzt auf Movement? 25? Nein, 4. 4! Ja. Ich hab 2! Ihr Ich habt hab gesagt, ihr wollt eine eins. Konkurrenz machen, also. So, also irgendwas. Ja, aber selbst Kupferplatten kommen jetzt überhaupt nicht mehr hinterher. So, haben wir irgendeine Möglichkeit? Egal was es ist, nein. So eine Geschichten. Nee, Warehousing, Burning. Was ist ein Separation? Rich Dust. Lime. Carbondioxid. Organik. Alter. Sand. Alter, da können wir Sand aus Zeul herstellen. Sondern aus was? Aus Soil. Aber da kommt noch viel anderes Zeug raus. Wie viel Sand kommt jetzt aus dem Zeul raus? Weiß ich nicht. Du stehst doch daneben. Du baust Nein, das ich stehe doch. neben dir. Dann guck doch mal bitte nach. Ich stehe neben dir. Guck Ich doch habe mal gerade bitte angefangen. nach! Oh, warte, wo ist er? Da ist er. Sehe ich so und ich müsste hier in dem Warte kurz ich hole mir gerade Eisen und Turbo und schau nach. Ich gucke selber nach. Steuerung E. Sand. Aus 30 kommen 10 raus. Und da würden aus 20 13 rauskommen. Glaube nicht wirklich mehr, oder? Nee, oder? Ja doch, Keine Ahnung. du brauchst 13 Zoll weniger, aber kriegst 3 mehr Sand raus. Und das scheint in einer Fabrik zu gehen. Nee, Separator. Alter, ich werd wahnsinnig hier. Tank 1000 Liter, Tank 1500 Liter, Tank 3000 Liter, 4000, 5000, 7000, 6500, 8000. Ich habe ein Nest übrigens gefunden, ne? Eins auf unserem Robito-Ohr und eins ist da, wo Das Sumor ist. so halt nur verteidigt ist. Links Wie runter. ich sagte eben schon, eins ist rechts auf Robito und eins haben wir links noch. Nicht so aus, ob ich dir zuhöre. Aber wisst ihr was? Ich habe gerade mal Umweltverschmutzung angemacht, die sind nicht drin. Also das auf den Robite wandert langsam rein, Aber da schwankt es gerade. wir haben doch die Luftfilter hier drin, oder täusche ich mich? Bestimmt. Ja, eigentlich schon. Max sollte vielleicht mal weiter sein. Also jetzt, was ich gerade mache, ich baue gerade die Sachen dafür. Ich muss leider mal umbauen. Von wo kommen denn überhaupt die Flaschen? Keine Welche? Ahnung. Die Glasflaschen? Von da. Da kommt aber auch echt nichts an Glas an, ne? Weil zu wenig Sand ankommt, deshalb ich verdreifache gerade. Ja, pass mal auf, Maximilian. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn du zum Beispiel auch das Sinkhole, was du als Blueprint dahingesetzt hast, auch mal bauen würdest, damit die Produktion nochmal läuft. Mache ich gerade, ich baue gerade die Zollextraktoren. Du Brauchen, dass wir da mal wieder. sollst das Sinkhole bauen, was bei deiner Fabrik, die angeblich ja schon seit 3 Folgen läuft, damit die Fabrik auch mal anfängt zu laufen. Weil der Blueprint ist da, aber das Sinkhole fehlt noch. Oh. Ey, es funktioniert doch alles, Opa. Bestimmt. Also zumindest vielleicht. Irgendwann mal. Ich sag dazu nichts mehr.
versuch mal jetzt die Türme volllaufen zu lassen. Okay. Damit wir jetzt mal endlich irgendwann maximieren, der macht das ganze Eisen hier komplett leer, man hat gar keine Chance überhaupt hier ranzukommen. Doch, weil ich jetzt hochlaufe. Ja, aber es bringt ja nichts, weil das Band dahinter leer ist, bis du wieder da unten bist, hat sich wahrscheinlich nicht mal eine Eisenplatte gestaut. Doch, bestimmt. Glaube ich auch. Da bin ich mal gespannt. Eine bestimmt. So, jetzt wollte ich noch... Wo ist denn... Ich habe doch hier so ein komisches Ding gebaut. Das komische Ding ist irgendwie verschwunden. Interessant. Wie hieß denn das? Das da war das doch. Eisen ist Saphirite? Saphirite. Jivolite, Saphirite, das Ding ist das. Charakterinventar voll ernsthaft jetzt? Mal gucken, wie viel Platz das Ding hat. Ja, das Silo ist gut. Bringt uns nur leider nicht wirklich viel. Das scheint mir ähnlich wie das kleine Ladehaus zu sein. Vom Inventarplatz her. Ja, Lagerhäuser haben wir ja auch noch. Aber das ist halt ein extra Silo für das Zeug. Achso, das kann nur das... Ah, okay. Genau. Das heißt, alles andere, sag ich mal, wenn jetzt aus Versehen Rubid reinkommen würde, würde es ja vorne und vor stauen. Richtig, da geht nur das Zeug rein. Ja, gut, kann vor. Glaube ich, steht da zumindest. Nee, morgen gehen auch rein. Fällt so auch. Ja, wenn ich das ausprobiere, warum musst du es auch ausprobieren? Ist dein Anlage oben schon fertig? Nein, ich brauche Eisen. Ja toll, 50 Eisenplatten, nee. Doch, 50, nee, 49, eine hattest du noch. Aber. Du weißt schon, jetzt bremst du mich aus. Beschwerst dich, dass die andere nicht fertig wird, aber. Weil das Eisen, was du brauchst oder was, bräuchte ich. Maximiert, aber noch mit dem Zusatz. Du wolltest das schon seit 35 Folgen fertig haben. Ja, weißt du, wie teuer die das Sachen sind? Ja, das Komische ist ja, dass dein Anlage halt nicht funktioniert, weil du die Hälfte vergisst. Oh, das ist ja ein ganz kleines Silo. Und warum ist hier kein Strom mehr? Umbaumaßnahmen. Angriff von irgendwo. Aber ich denke, müsste ja geschützt sein. Okay, jetzt haben wir da, jetzt können wir da ja mal hier mal einen mehr machen.
Das war leicht blöd, da darf gar keiner rein. Das ist hier ernsthaft noch Handkohlebeladung? Wow. Ja. Wir haben leider noch nicht die Forschung dafür, dass wir die elektrischen Dinger davon haben. Haben wir aber. Echt jetzt? Ja. Warum erfahre ich das erst jetzt? Wir haben Ore-Crusher, die müssen doch die elektrischen sein, Ja, haben das wir. sind die elektrischen. Ja, dann bauen wir um auf Ore-Crusher auf elektrisch. Was fehlt da? Eisenplatten und Zinn. Eisenplatten brauchst du gar nicht drauf hoffen, Max, mir hat eher aufgefallen. Wahrscheinlich. Nein, 70 haben sie schon gestaut. Oder Wow. 60. Das ist Sorry, dass ja. ein so ein Wascher 75 kostet. Ne, nicht der Wascher war es, der andere. Der Zeustraktor 78 kostet einer davon. Ja, wenn du wenigstens mal die, die du schon dahin gebaut hast, mal fertig bauen würdest. Ja, wie gesagt, ich brauche Wascher und die habe ich gerade gebaut. Und da wartet, oh, ich sammle gerade noch ein bisschen Ich meinte Ziegelsteinchen. damit eigentlich, dass du deine Anlage dahin baust oder die Dreiviertel der Anlage nicht funktioniert, weil du die Hälfte vergessen hast. Ich habe einen Teil vergessen. Ja, und das hat die halbe Anlage stillgelegt. Damit ziehe ich dich jetzt die ganze Zeit auf. Die ganze Zeit. Wie war das vorhin? Vor so ungefähr 5 Folgen, Opa, ja, komisch, dass die halbe Anlage nicht läuft, weil man ein paar Klinkarme vergessen hat. Ein paar wohlgemerkt. Ich habe einen Teil vergessen. Ja, aber damit hast du größeren Schaden verursacht als ich. Ich brauche noch so ein Untergrunddings. Damit fehlt mir jetzt noch. Oh, Eisenplatten. Alter, hier sind einfach keine Eisenplatten da. Überhaupt gar nicht, das gibt's doch nicht. Ja, da kann man hingehen, wirklich, wann man will. Soll ich dir was Lustiges erzählen? Ich habe Eisenplan für dich. Ich war aber noch Ist. nicht da bei dem Ding. Jetzt will ich keine mehr. Dann nicht. Nö. So, was kosten denn jetzt diese komischen. Hä? Oh, ich find's wieder nicht da. Steine. Was kosten denn wie wir diese komischen Steine? Ist dir ernsthaft das Wort Steine nicht eingefallen? Ne, das Wort ist mir schon eingefallen. Aber nicht, was sie kosten. Ja doch, aber ja. Wo das Rezept ist. Ach so, pass auf, komm her. Ihr macht mal ganz kurz aus. Ich hätte nämlich ganz gerne mal Steine. Ernsthaft, ich kann einen einzigen bauen. Wow, da ist sogar ein Hetze vom Kopf gefallen. Ach so, ja, diese komischen Teile brauchen wir auch hier, Schmelzöfen. Warum ist das alles so teuer? Das frage ich mich auch. Braucht zu lange. Hä, wo ist das jetzt hin? Da, der. Habe ich das richtig genommen? Mach doch erstmal Eisen. Eisen brauchen wir mehr als Kupfer. Nein, ich möchte jetzt schnellstmöglich zu den großen Mining Drills, damit wir halt mehr herstellen können.
beziehungsweise schneller das Zeug auf die Palme kriegen. So, das läuft. Jetzt fehlt nur noch die elektronischen Kruscher. Felix, hast du davon schon irgendwelche im Bau? Ich habe 7 Stück fertig. Setz sie gleich mal drüber. Am besten gleich hier oben in der Anlage. Habe ich schon, hier oben sind welche. Also überall, die wohl keine Kohle blinkt. Sehr schön, dann hauen wir da mal was rein. Die sind doch schneller, ne? Vermutlich. Die sind bedeutend schneller. Dann können wir die Anlage wahrscheinlich ein bisschen verkleinern. Ich habe eventuell ein kleines Problem. Und das wäre? Hier sollen jetzt irgendwo Burner-Ohr-Quascher rumliegen. Angeblich. Okay, ich kann dir nicht helfen. Antwort, aber müsste ja Fatalion stellen. Sollte. Leicht rechts. Also wir machen jetzt zumindest mal wieder 41 Eisenplatten plus. So, den raus, den raus, den raus. Zinn, Mensch, welch Wunder. Opa, es kommt kein Stein mehr. Ja, dann pack doch mal was rein. Also ich brauche keinen Stein. Wenn du den Stein brauchst, dann musst du halt auch mal was nachfüllen, ne? War doch mein Fließband. Ist das Fließband leer? Achso. Der aber abgeklemmt hat. Nein, das ist Handbefüllung. Stein, nicht Stahl. Ach so, nee, Stein brauche ich mal im Moment gerade erstmal. Da gibt es gerade nichts. Ja, genau, dann will ich auch Ziegelstein. Ich hoffe mal, dass der Quaststauen ausreicht für dich. Ziegelstein, weil ich brauche. Ich gehe mal eher davon aus, nein. Ja doch, jetzt kann eigentlich wieder gestartet werden. Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen mehr Safarite. Ja, dann würde ich mal sagen,
Beziehungsweise wir können erstmal vom hinteren noch die Fließbänder upgraden. Oh, wir haben ja sogar mal Fließbänder. Cool. Ja, wenn wahrscheinlich auch nicht mal wirklich viele. Die ganze Kiste war so voll, wie sie voll sein kann. Das hört sich gut an. Ja, ich baue ja auch alles mit Basic gerade. Einmal, zweimal, dreimal. Alter Schwede. Hast du noch ein paar Fließbänder? Hab noch ein bisschen viele, ja. Ja, dann setz mal hier ein paar hin. Ich glaube, da könnte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ran, war. Ja, mir sind bloß die Miner ausgegangen, potenziell. Aber ich baue schon wieder neue 7 Stück. Ja, ich hatte auch 7 Stück gebaut. Aber die sind mir auch ausgegangen. Okay, reicht nicht. Vermutlich nicht mal knapp. Hast du hier gerade das ernsthaft unter Kohle gesetzt? Ich habe es nicht ernsthaft unter Kohle gesetzt, nur die Kohle ploppt natürlich raus. Und wenn man das Inventar voll ist, dann ist das schlecht. Der schöne positive Nebeneffekt ist natürlich, dass wir dadurch auch weniger Kohle verbraten. Ja. Okay, schauen wir mal. Staut sich das Diorite? Nö. Hauptsache, nö. Leider nein. Wolltest du das noch nicht anschließen, das neue Eisenfeld, oder hast du es extra noch abgelassen? Das ist extra. Thank you.
So. Jetzt könntest du es entweder so machen, dass du direkt so mit den Teilen rausfilterst, oder? Genau, so ist der Plan. Kannst das Zeug ja auch direkt wieder reinschmeißen, machst du vermutlich auch, oder? Aber mir gehen die Fließbänder aus. Wenn dir die jetzt noch ausgehen, hast du echt ein Problem. So. Und jetzt wird es interessant hier. Saphirite. Einer kann schon mal daran. Einer kann. Schon wieder voll oder was? Magst du dich einen Schritt nach links oder rechts bewegen? Dass die Kohle von da sind? Danke. Jetzt kannst du. So, dann wollen wir mal Anschluss. Laufen jetzt alle? Kriegen alle genug ab, ne? Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, jetzt haben wir auch wieder eine Produktion von 178 Eisenplatten. Bei mir sind da 182. Ich weiß nicht, wieso das immer unterschiedlich ist. Ja, bei mir ist 257, es geht gerade erst hoch. Also Okay, ja, tut, bei mir ist 261. es passt sich jetzt gerade langsam an. Kann das vielleicht mit der Tickzahl zusammenhängen, die man, wo du auch Weißer und so und Blush und so alles einstellen kannst? Kannst Richtig. du eine Tickzahl einstellen? Ja, und ich habe das bei mir Wenn auf, sie von. genau, und ich habe das bei mir alles auf 30 stehen. Habe ich aber auch. Okay. So, dann brauchen wir wohl noch mal eine ganze Ecke an elektrischen Erzfüllern mehr. Haben wir schon eine Druckerhöhungspumpe, irgendwie was in der Richtung? Ja. Nicht, dass ich. Erhöhung oder Vakuum? Erhöhung. Wo Wie so siehst du eine die hin? Zwischenpumpe. Weiß ich nicht, das erfahre ich ja. Wofür brauchst du die denn? Ja, weil es der Ja, was Wasserdruck möchtest du nicht damit reicht. erzeugen? Sag doch mal. Wasser, ich will, dass der Druck, dass das Wasser schneller fließt. Ach Es so, kommt zu wenig Pumpen. an. Sag doch Pumpen einfach. Ja, dann, also nicht die Offshore-Pumpen, sondern halt ganz normale. Nee, sowas haben wir noch nicht, nein. Du Dann könntest muss vielleicht auch ich. mit der Pressure Pumpen mal gucken. Die ist bei den E-Fusion Energy. Das Ist würde eine. aber nichts sein. Provides pressured products, das heißt, da wirst du wahrscheinlich dann
Das ist, glaube ich, die Vakuum-Dingsens, die Ja, wir auch genau. nicht irgendwo haben, oder? Denk ich nämlich auch mal. Pressure Pump, ja, das ist die. Dann kann ich Ba nur Pressure Air und Vakuum Offshore-Pumpen, herstellen. ja, dann kann ich es dann eigentlich nur mit mehr Offshore-Pumpen, auch wenn das übertrieben ist, aber. Ja, wenn es nicht anders geht. Ich brauche das, weil sie verbrauchen halt relativ viel Wasser. Ja, dann musst du es mit Aufschaffung machen. Oder du nimmst diese komischen blauen Pumpen da. Ja, haben wir denn irgendwo Wasserquellen dafür? Die Oder kann man die einfach irgendwo setzt du hinsetzen? einfach irgendwo hin und dann macht die. Ach so. Haben wir denn inzwischen 201? Ja. Wo? In der Geheimkiste. Es gibt eine geheime Kiste. Warum weiß ich davon nichts? Ich will auch eine geheime Kiste haben. Ist das sehr platziert, du Schlaumeier? Echt? Ja. Ups. Kommt mir das nur so vor oder produzieren wir zu viel, zu wenig? Nee, zu viel Saphirite? Nee. Nee, okay. Setz du doch einfach ein Silo dran und schau rein, dann siehst du es Da doch. ist ein Silo dran, Schlaumeier. So. Ja, weiß ich das? Das ist Nein. doch her, wo wir sind. Ja, nee, es wird aber deutlich weniger. Gut, aber wie gesagt, Daran sieht man, wo die geheime Kiste steht. jetzt hat sich die Produ Ey, jetzt haben wir doppelt so viel Eisenplatten, wie wir Ich glaube, ich verbrauchen. stehe. Ja. Ah, ist das Hallo. schön. Max, ich warte auf dich. Hallo. Ey, guck dir mal die Eisenplatten an. Ja, passiert nichts. 5.300. So, aber Habe so Items bzw. Maschinen in meinem Inventar, wo ich bedenke, was ist das? Kenne ich, habe ich nicht, will ich nicht. echt, es wird jetzt hier nur Der hat was? jetzt steht hier eine Kiste mit irgendwelchen Alien-Artefakten mitten im Weg. Maximilian. Da waren leider nicht nur Alien-Artefakte drin. Hä? War das nicht die Kiste, wo die Circuits drin waren? Ja, Maximilian scheint sich aber alle genommen zu haben. Echt jetzt? Oh Anscheinend ja, schon. nicht mit Absicht. Nicht mit Absicht, das passiert jedes Mal nicht mit Absicht. Dafür triffst du das Lieferservice. Pack das da wieder rein.
Felix, wie viel Platz hast du im Inventar? Mehr als die Hälfte ist noch frei. Kannst du mir mal schnell beim Umladen helfen? Ich bin auf dem Weg. Dankeschön. Bitte. So, jetzt müssen wir mal gucken, was alles Eisenplatten brauchte. Wo ich hier wieder Strom. So, also du brauchst. Ich habe mal ein ganz unauffälliges Zeichen auf die Map gesetzt, wo ich eine Kiste platziert habe mit den Maschinen, die keine Benutzung haben. Oder auch noch junge welche. Da kann man dann mal reingucken, wenn man irgendwelche Maschinen gerade benötigt oder was weiß ich. So, das ist ein Output, das ist ein Output. Mark Newton. Hier ist nichts. Ich mach noch nicht mal was. Es rauscht aber irgendwas. Als wenn du dir gerade eine Pfanne unter das Mikro hältst oder so. Nein, es ist Totenstille. Bin ich bekloppt und höre das nur selber oder hörst du das auch, Opa? Jetzt muss ich ganz kurz mal den Maximilian schützen, weil ich habe nichts gehört. Ich höre die ganze Zeit ein Rauschen bei ihm. Nö, also wie gesagt, ich höre nichts. Bist du dir denn sicher, dass das wirklich von mir kommt? Ja, ich hab echt geguckt. So, die Eisenplatten werden mehr. Das ist gut. Okay, jetzt haben wir hier hinten links nochmal das Ding halbwegs so umgebaut, dass man hier auch mal jetzt ein bisschen so einen kleinen Überblick hat. Und sich da wenigstens mal auch vernünftige Mengen rausnehmen kann. Yeah, Mengen! So, wie sieht denn das eigentlich aus mit Stearite? Kommt da jetzt nun genug oder kommt da noch nicht genug? Toll, warum frage ich überhaupt? Nein, da kommt nicht genug. Stearite war Tupfer, richtig? Eisen. Glaube ich. Oder Saphirite. Auf jeden Fall. Das hellere oder das dunklere? Das dunklere. Das ist Eisen. Nur das Problem mittlerweile ist halt einfach, dass das Erzfeld. Steine, okay. Dass das Erzfeld mittlerweile echt schon ziemlich voll wird und ich so langsam so leichte Bedenken bekomme, weil wenn ich mir das Erzfeld mal so angucke, wir haben noch 900.000 und danach ist Feierabend. Und wir haben noch kein neues gesehen. Ja,
Stimmt, ja, das ist alles nur das andere Zeug, ne? Nur Rubid und Tin. Also Bobmomium. Okay, das könnte tatsächlich echt zu einem Problem werden. Oder war oben eins, Felix? Hätte keins gesehen. Ich meine, irgendwo hatte ich ein kleines gesehen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was das war. Na gut, aber ein kleines ist halt klein halt, ne? Ja, tut das, kann ja viel drin sein. Oder war das dieses Niobium? Ja, das könnte auch das Niobium gewesen sein, weil das hat ja eine ähnliche Farbe wie Kupfer. Ich muss nochmal zurücklaufen. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Weil ich brauche jetzt Eisenplatten und das massiv. Kann ich beruhigen, wir haben 12.000 davon. Weißt du, was das Interessante ist? Maximilian war 2 Minuten nicht hier unten, schon mit 12.000 Eisenplatten. Ja! Ich habe aus den Silos schon rausgenommen. Wo sind denn Ziegelsteine? Da sind Ziegelsteine. Ja, dank mir haben wir da so eine Kiste, dass man die mal wegnehmen kann. Ja, und dank dir haben wir eine Kiste, die unbegrenzt ist und alles hier. Ich hatte die begrenzt. Ich hatte die begrenzt auf eine Reihe. Ja, auf eine Reihe. Reicht doch ein Stück. Ich hatte vergessen, dass wir das 500 stecken. Wieder was vergessen. Meine Güte, ey. Ey, es kann doch nicht wahr sein, dass immer noch zu wenig Wasser kommt. Ey, wie scheiß Pumpen soll ich denn hier noch dranhängen? Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Weißt du, was dein Problem ist? Die Pumpen fördern 1200 pro Sekunde. Die Holzrohre lassen aber nur 150 pro Sekunde durch. Vielleicht sollte man eventuell mal andere Rohre benutzen. Wo soll man das denn wissen? Da steht ja nirgendwo dabei. Jetzt weiß es. Wie viel lassen Eisen durch? 1500 pro Sekunde. Stahl? 2200. Stein? Also Ziegel? Ziegel war weniger. Okay, dann muss ich... Ich würde Eisen oder Stahl nehmen. Dann muss ich auf Stahl gehen, das ist zu wenig. Weil ein einziger Wascher verbraucht pro Durchlauf 600 Wasser. Ja, und wie lange ist ein Durchlauf? Nicht lange. Wie lange? Schaue ich gerade. 4 Sekunden. 4 Sekunden, das heißt, in der Zeit hauen die Pumpen, die da 4800 Dings durch. Ja, ich habe aber nicht, ich habe ja 4, 8, 16, 20, 24 Stück davon. Dann müsste aber Eisenrohr reichen. Okay. Theoretisch. Klar, du musst halt natürlich trotzdem mehr Pumpen dran setzen. Ja, ich habe ja nicht nur die hier sind, ich habe ja auch. Aber wie viel fördert denn so eine blaue Pumpe? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, keine Ahnung. Steht das da nicht dabei? Ich schau mal nach. Umweltverschmutzung? Nee, steht nicht dabei. Pumpgeschwindigkeit? Nee. Herstellgeschwindigkeit 1, ja. So, also unten ist jetzt wirklich komplett alles voll mit. Wenn man draufklickt, sieht man es. Die stellt pro Durchlauf 2000 Wasser her und ein Durchlauf sind 1 Sekunde. Ja, also fast doppelt so viel wie die Offshore-Pumpen. Also sollte Pumpen. Ich würde sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal.
Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.